Hallihallo, Hallöchen. Wir schreiben das Jahr 1988 und sind da bei uns auf Arbeit auf der LPG Schwarzen Pumpe. Und mit dabei ist mein Kollege, der Sachsenbauer. Hallo, Glück auf. Ja, heute ist ein guter Tag. Der Chef ist nicht da. Uha. Der Chef ist nicht da und wir wollen diese Gelegenheit nutzen. Der hat gesagt, wir sollen hier aufräumen. Macht mal ein bisschen klar Schiff wieder auf dem Hof, damit hier alles wieder an rechten Ort steht und so weiter und so fort. Wir wollen aber die Gelegenheit heute nutzen und meinen Trecker, den ich letztens versenkt habe, heute zu holen. Der steht nämlich noch unten an der Wiese beim Bauwagen. Und wir haben mit Freddy abgemacht. Es gibt doppelte Lieferung Bier, wenn er den wieder zum Laufen bekommt. Also nicht bloß eine Palette, sondern zwei Paletten diesmal. Und wenn das läuft, dann bin ich Außenschneider. Der René hilft mir natürlich. Und ja, wir wollen den Tieflader nehmen. Das Ding darauf ziehen. Und nachher hier in die Werkstatt bringen. Und wie ihr wisst, ist da viel Schlamm. Mal gucken, ob wir da das schaffen. Wir nehmen noch den roten Zettel, der hier hinten steht, noch mit. Wir müssen nämlich noch die Schneidwerke, wollen wir auch gerade noch wegräumen, die da unten rumstehen. So, warte mal. Ich mach mal hier Hydraulik an. Und dann... Ja, genau. Und dann fahre ich mal hier das... Dingens darunter. Aber nix, warte mal, irgendwas ist. Hier ist alles abgeklemmt. Oh. So, jetzt schön langsam runter. Oh, ich gehe lieber mal ein Stück zurück. Uiuiuiuiui. Achtung hinter dir! Ja, schon gesehen. Alles gesehen. Ja. So, den stellen wir jetzt mal hier drüben an seinen angestammten Platz. Da, wo er ein Mist immer lädt. So. Naja. Schauen wir mal, was unsere Bergungsaktion bringt. Der Freddy ist auf jeden Fall hochmotiviert. Also nur, weil es Bier wahrscheinlich gibt. Schauen wir mal. Ja, irgendwie müssen wir ihn ja locken. Denke auch. Bier ist das richtige Mittel. Ja, da würde ich mal gucken. Mache ich mal los. Oder soll ich noch warten, bis der rote ZD anspringt? Boah, der wird schon laufen. Wenn ich rufe Freddy, der macht heute alles für dich. Ja, ja. Nee, der wird schon anspringen. Boah, läuft schon. Warte mal, die Öldruckkontrolle kommt nicht. Doch, jetzt. Der Zeiger hat ein bisschen gehangen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, wie Mike schon gesagt hat, das ist heute die Gelegenheit. Der Chef, der ist nach Berlin beordert worden. Der neue 5-Jahres-Plan irgendwie wird da diskutiert. Und das müssen wir ausnutzen. Genau, da kommen wir vielleicht ungeschadet aus der ganzen Aktion, auf jeden Fall ich, ungeschadet aus der ganzen Aktion raus. Ja, wir können ja auf jeden Fall erstmal heilfroh sein, dass er das Ding bis jetzt noch nicht vermisst hat. Ja, so Unordnung, wie wir auf dem Hof gehalten haben, das wäre ja auch schwer, da noch einen Überblick zu behalten. Da war's das ist ja auch nicht umsonst so unordentlich. Eben, und da war es ja eigentlich gut deswegen. Nämlich alles fein säuberlich immer an seinem Platz gestanden hätte, dann wäre ihm das schon längst aufgefallen und da wäre er gekommen. Na klar.
Wie ist denn hier der, wie heißt das Ding überhaupt? HTZ oder so, ne? Das russische Monster. Ja. Aber der Boden ist immer noch verdammt feucht hier. Uiuiui. Ja, willst du dich hier schon den Schneidwerkswagen annehmen? Ich versuche mal hier irgendwo zu drehen. Ja, das würde ich machen. Warte mal, da muss ja erstmal der da hinten weg, der hellgrüne. So. Bringen wir den erstmal hoch. Ja, wir haben uns entschlossen, dass wir die jetzt oben bei den Schwadmähern mit hinstellen, weil da oben ist einfach trockener. Jedes Mal genau. So eine Schlammschlacht hier, das ist ja. Kriegst du denn überhaupt die Riesenkiste gedreht da hinten irgendwo? Ja, geht. Gut. Irgendwo da hinten am Horizont ist da jetzt der René. Naja, den ersten werde ich jetzt mal einparken. Hier ist ja ein wunderschöner Unterstand und vor allen Dingen hier ist ordentlich Schotter unten drunter. Ist schon mal sehr gut. So. Dann hole ich den anderen auch gleich noch weg. Ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Aber Mike ist guter Dinge. Ja. Der Freddy hat gesagt, wenn er anspringt, draufstellen und sofort wieder ausmachen. Stimmt, der muss ja anspringen, weil ja beim Tieflader war ja, glaube ich, wie er gesagt hat, die Winde kaputt. So, jetzt hole ich noch den zweiten Schneidwerkswagen weg. Der steht natürlich jetzt hier schön blöd rum, hätte ich beinahe gesagt. So. Kriegen wir den hier rückwärts reingedrückt? Boah. Du kannst um den Bauwagen drumherum fahren, theoretisch. Ist da trocken? Da ist trocken. Gut. Ich werde hier nochmal einen Kontrollblick machen. Warte, da ist ja noch was. Das hat er zum Glück nicht gehört. Irgendwas hat er jetzt gesagt, da. Ich hab's nie mitgekriegt. Aber im Bauwagen war da nie irgendwo noch eine stille Reserve? Na, mal gucken. So. Ich will ihn mal hinterziehen noch, bevor er wieder zurück ist. Es reicht halt nicht für alle. So ist es. Tja, Mangelwirtschaft. Ach,
Okay, aber jetzt wieder an die Arbeit. Dann kommt er wieder zurück. Wir müssen noch die Abschleppstange mitnehmen. Eventuell spannen wir den vielleicht gleich davor. Weil hier ist nämlich richtig viel Schlamm und das Ding, der HTS, der wiegt natürlich 2-3 Tonnen hat er schon, würde ich mal sagen. Mindestens, denke ich. So, also, hier steht das Zeug schon mal richtig gut. Abkoppeln. Und fix wieder runter. Schauen, damit wir da am Trockenen starten, sonst wird das nichts hier. Boah, also die Kurve hier, die hat's in sich. Meine Herren, das wird spannend dann. Oh, wir kommen da schon angerauscht. Oh, die Wiese ist schon wieder schön im Wachsen. Der Regen tut der Wiese gut. Definitiv. Außer den Wegen, den tut der Regen nicht so gut. So, was meinst du? Wollen wir den jetzt prophylaktisch gleich davor spannen oder nicht? Na klar. Kommst du mal rückwärts rangefahren hier? Boah, ich habe hier so ein... ohne was dran zu tun. Was muss ich dich schieben? Vielleicht muss ich dich ja schieben. Reicht. Stopp, stopp, stopp. So, jetzt solltest du eigentlich den Traktor ankoppeln können. Jawohl, tipptopp. Super. Boah. So, mein Junge. Warte mal, brauche ich erst noch einen Mut, irgendein Mutgetränk oder so. Hast du da noch was gefunden im Bauwagen oder war da nichts mehr? Ich habe noch Frostschutzmittel. Schmeckt das? Nee, das schmeckt doch nicht. Nee, eigentlich nicht, aber du wirst auf jeden Fall im Winter nicht einfrieren. Boah, jetzt müssen wir erst mal angucken hier, das Gespann. Das sieht ja schon mal mächtig gewaltig aus. Meine Fresse. Naja, wollen wir hoffen, dass das alles gut geht. Na klar, wieso nicht? So. Einfach langsam, langsam. Ja, ich würde sagen, nicht mehr wie 8-9 km/h. Okay, schön. Sagen wir 8. Mach mal 8. Schön sachte. So. Gang rein. Jupp. Und dann geht's mal los hier. Aber es funktioniert. Tipptopp. Gib Gas. Shit. Mist. Wir versuchen es mal rückwärts. Noch mal mit Schwung vielleicht. Stopp. Oh. So, und jetzt Vollgas. Ah, scheiße, ich hab's befürchtet. Ja, weiter. Rückwärts? Bei mir geht gar nichts mehr rückwärts hier. Feuer! Nix da. Oder? Jetzt! Komm! Zieh nach links rüber! Geht doch nicht! Es geht nix! Oh. Das gibt's doch nicht! Sah so gut aus am Anfang.
komplett festgefahren. Versuch nochmal rückwärts, dass man nochmal mit Schwung eventuell ein Stück. Okay, bei 3 rückwärts. 1, 2, 3. Nee, kein Millimeter. So, links einschlagen und Vollgas. Oh, das kann doch nicht sein hier. Meine Güte. Da ist der Anhänger noch nicht mal im Schlamm. Scheiße, was machen wir denn jetzt hier? Lass mal gut sein. Aber hier drüben sieht es ja noch schlimmer aus. Ich hätte jetzt sonst gedacht, den Anhänger noch mal abzukoppeln und ein bisschen weiter zum Unterstand. Okay, wir machen das so. Du versuchst noch mal rauszukommen. Ich mach mal hier bei meinem Trecker, kannst du hier abkoppeln. Genau. So, ich koppel mal den Anhänger ab. Schau, ob ich rauskomme. Wart, bleib mal stehen. Ja, so, so könnte es gehen mit dem Ankoppeln. Oh, warte mal. Aha, willst du... Ja, oder wollen wir jetzt noch nicht zusammenkoppeln? Ich hätte es jetzt schon gedacht. Wohl, jetzt langsam rückwärts. Rückwärts, langsam. Langsam. Oh, noch ein Stück. Ich komme nicht ran. Stopp. Oh, der säuft ab hier. Fahr mal nochmal vor. Ich muss erst den Anhänger abkoppeln. Ich kann nicht... Du schiebst mich da, weiß ich wohin. Ja, wenn er gerade Grip hat. Sein Trecker ist ja fast im Modder versunken hier. Okay, versuch mal jetzt nochmal hier ran. Das ist jetzt schwierig mit der Stange hier. Ja, warte, dann machen wir sie nochmal ab. Mach sie nochmal ab, genau. So, hängst du bei dir dran? Ja, ich muss erst bei dir ran, sonst geht's nicht. So, noch weiter rüber kann ich aber nie, weil dann hier die... Ich glaube, die muss erst bei dir ran. Die sieht wieder falsch. Da kann ich jetzt nicht. Na. Scheiße. Also muss er erst hier ran. Jep, sonst funktioniert sie nicht. Kannst du sie ankoppeln, wenn ich sie so halte? Warte mal, nochmal. Du nochmal bewegen. Das passt nicht. Zugmaul. Nee, geht nicht. Warte mal. Jetzt. Oh, jetzt hast du weggedreht. Ah, scheiße. So rum? Nee, die andersrum war schon richtig. Aber der Winkel hat nie gepasst. Jetzt geht's wieder nicht. Meine Fresse noch einmal. So. Jetzt. Super. Oh. So. Boah. So, hier vorne ist das nächste Schlammloch. Wir müssen uns auf jeden Fall dann links halten. Vollgas. So. Jetzt hilft nur noch Vollgas. 3, 2, 1, los! Vergiss es! Oder? Ja. Er hat sich bewegt, er bewegt sich. Er kommt. Oh. Weiter. Ich würde es schaffen, aber ich glaube, du nicht. Was war denn das jetzt für ein Spruch? Du musst dich ja anschieben. So eine Kacke. Nee. Okay, was ist denn mit die Raupe? Die können's schaffen.
Was meinst du, soll ich die Raupe jetzt mal holen hier? Aha, ich dachte, ja, eigentlich schon. Ich dachte, ja, sonst fahr ich. Ne, ich lauf mal los. Jetzt läuft er. Wieso nimmt er den Trecker nicht mit? Nimmt eigentlich auch. Warum nehme ich denn den Trecker nicht mit? Meine Fresse. Läufst du eigentlich gerne, oder was? Na. Tüte. Ich bin hier schon wieder am Schwitzen. Ist irgendwie nicht gut fürs Hirn. Nee, aber ich bin schon wieder am Schwitzen hier, weil ich hatte gedacht, es geht einfacher, aber naja, gut. Wie sagt er immer so schön, niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Niemand hat gesagt, damit es leicht wird, genau. Oh. Jetzt bin ich eingestiegen und komme nicht mehr raus. Hä? Oh oh. Ich hänge im Trecker fest. Ach du Scheiße, was denn? Klemmt die Tür jetzt oder was? Klemmt auch noch die Tür. Alles voll Dreck hier. Warte mal. Komm gar nicht mehr raus. In der Raupe ist vielleicht ein Brecheisen drin oder irgendwas an Werkzeug. Freddy, lass da überall sein Zeug immer liegen. Vielleicht können wir da noch irgendwas gebrauchen. So, jetzt mit der Raupe darunter, ehe ich da unten bin. Kann was gehen. Hauptsache, das Ding springt an. So, Schild hoch. Oh, läuft. So, die Raupe sollte eigentlich überall durchkommen. Frage ist bloß, ob man mit dem Haken da hinten dann die Schleppstange. Naja, wir werden es probieren. Wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren, sonst müssen wir Stahlseil holen oder eine Kette. So. Also, kann ich hier nebenbei ganz genüsslich, wenn es nicht so holpern würde, könnte ich jetzt hier schön Bier trinken. In der Karre. Gute Russentechnik hier. Ein Hebel, zwei Hebel und das war's. Feierabend. Aber wie macht er sich durch den Schlamm? Bis jetzt null Probleme. Zieht einfach durch. Na, ich hoffe, wir können die Stange befestigen, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem. Tja. Zur Not ist ja auch noch eine hinten dran hier, aber der Haken sieht mal verdammt komisch aus. Muss mal probieren. So, ich biege jetzt oben an der Wiese rechts ab, nur mal so zur Info. Hier, wo das riesen Schlammloch ist, und da zieht die einfach durch. Oh ja. Ich sehe eine schwarze Rauchwolke. Das muss er sein. Da kommt schon das Löschflugzeug. Boah. Die geht da durch wie ein heißes Messer durch ein Stück Butter hier. Unglaublich, ne? Tja, und wenn wir es nicht dran kriegen, vielleicht können wir sonst hinten am Trailer ein bisschen schieben damit oder was weiß ich. Oh, was denn jetzt? Ist der Motor so leise? Ich gehe die jetzt nicht aus. Ist irgendwas abgefallen? Na. Es klappert alles noch. Dass der Alte wüsste. Da wären wir weg. Wär fertig. Ende mit Gelände. Also hier, Schlamm, null Problem. So, da ist er ja. Tja, wenn das nicht hilft, dann können wir nur noch die Russen-Armee fragen, ob die noch einen alten T-34 haben zum Ziehen.
Aber das Ding ist ja schon wie ein Panzer hier, bloß ohne Kanonenrohr. Als ob er sein Leben lang nur Raupe gefahren ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht hier. Befürchte nicht. Also ich kann es nicht ankoppeln. Du musst aussteigen vielleicht. Warte mal. Oh. Meine Fresse. Oh, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Der Ruck hat hier alles gelöst. So, halt dich fest. Warte mal, irgendwie läuft der Trecker nicht. Aber wir machen trotzdem bloß mal ein paar km/h. Zum Rausziehen mal mit 5 nur oder so. Irgendwie schön sachte mache ich hier. Was ist denn jetzt? Zur Not ziehen wir den Trecker auch ohne Motor raus. Läuft? Ich weiß nicht. Ich gebe einfach mal Gas hier. Ich kann kein Gas, er nimmt kein Gas an. Jetzt nimmt er Gas an. Ah, hier. Die gute Russentechnik. Was denn jetzt? Jetzt geht nichts mehr hier. Gut. Los. So, Vollgas. Komm. Boah. Siehste. So. Die Russentechnik. Meine Fresse. So. Das ist aber auch was schwer, das Teil. Na, jetzt kriegt man hier trockenen Boden unter die Ketten oder unter die Räder. So. Ich würde es aber mit der Fahrerei nicht übertreiben, also was die Geschwindigkeit angeht. Sicher ist sicher. Was läuft denn die Raupe? 11 würde die laufen. Jetzt fahre ich mit, naja, 8. 8 habe ich jetzt auch. Ja, der Anhänger ist auch verdammt tief und das schwere Teil da drauf. Und meine Güte, ich muss gar nicht lenken, der zieht mir einfach rum hier. Ja. Oh. Jetzt rutsche ich da aber. Sei ja, theoretisch könntest du Motor ausmachen hier. Das Ding, das zieht alles weg. Boah, das ist ein Schlamm. Meine Güte, das wäre filmreif, wenn das einer sehen würde. So, jetzt hängt der Anhänger nämlich hinten fest. Tja, aber wir haben keine andere Möglichkeit hier rauszukommen. Wir könnten dann nicht. Du musst weiter links fahren. Du bist 20 Meter lang. Reiß das Steuerrad rum. Mann, du hast gar keins. Nee, ich habe bloß 2 Hebel hier drin. Komm, 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 zieh! Oh. Also nicht nach links rüber. Ich versuche ja nach links. Uns fällt dann gleich der Dings runter. Er rutscht jetzt runter und jetzt fällt er runter. Er fällt nicht runter. Jetzt ist er gleich unten. Mann! Scheiße. Weiter so, nach links! Weiter ausholen müssen, ja, ich weiß, scheiße. Doch so dicht am Zaun hier. Jawohl, ja. Nö. Ich muss sagen, wenn du rückwärts fährst, ist blöd. Ich bin nur vom Gas gegangen. Aha. Bin ich. Boah. Mann! Hat
Katastrophe hier. Wo hängen wir denn nur? Wir hängen an den Pfosten, an den Zaunpfosten hängen wir dran, mitten an zwei Stück mit dem Tieflader. Ist denn das frisches Holz oder was? Das kann doch nicht sein, dass Holz so viel Widerstand bietet. Das Akazie, das geht nicht kaputt. Nochmal kurz rückwärts, ein Millimeter, zwei, drei. Boah, stopp. So, jetzt voll links einschlagen und Gas. Geht nichts mehr hier. Ach, Mann. So ein Kack aber auch. Okay, wir versuchen es nochmal rückwärts. Okay. Noch mehr? Ja, weiter, 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 weiter. So, ah. Jetzt ziehst du links rüber. Links. Jo. Komplett rum. Die kann auf der Stelle drehen, das Teil. Tja. Die bewegt sich kein... Ah, jetzt vielleicht. Ja. Das kommt. Weiter rüber. Komplett im Wald rein. Geht nicht. Nochmal rückwärts kurz. Meine Herren. So, Achtung, ich reiß an. Nix hier, das Ding hat sich komplett festgefahren. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Was hängt denn hier der Scheiß? Fahren, fahren, Feuer, Gas! Kommt gar nicht auf Touren hier. Okay, koppel den ZD ab. Hab ich. Vorfahren, oder? Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Scheiße, mach noch mal ran. Den ZD abkoppeln. Du nimmst die Abschleppstange mit. Warte mal. Krieg ich nicht ab. So ein Kack aber auch hier. Mitten in der Brühe stehe ich. Krieg's nicht ab. Verkeilt. Das gibt's doch nicht hier. Doch abgehen, der Dreck. Okay, fahren wir noch mal rückwärts. Ich hätte jetzt eher gedacht, wir fahren vor, sehen zu, dass wir die Stange abbringen und hängen die Raupe an den Tieflader. Okay, hängen die Raupe an den Tieflader. Wir fahren erstmal dich aus dem Dreck hier raus. Oh. So. Gut. Jetzt muss der ZD ab. So. Geht nicht. Kann die nur hier abkoppeln. Vielleicht geht's jetzt. Wart mal. Nee. Wie ist denn das hier für ein Scheiß? Wer hat das jetzt hingekriegt? Man muss ja sagen, wo er abkoppeln soll. So, jetzt Stange ab. So, da bin ich mal gespannt. So, ist dran? Ist dran.
schon! Zieh doch jetzt all diesen scheiß Anhänger hier raus! So eine Katastrophe! Geht weder vor noch rückwärts! Zum Glück, wie wir haben wir das Ding genau dann auf dem, wenn der Chef um die Ecke kommt. Sagt kein Mucks mehr. Okay, warte mal. Moment, stopp! Jo. Fahren wir nochmal vor. Jetzt fahren wir hier in den Waldweg rein. Komplett in den Waldweg und dann kommen wir hier zurück. Naja, Vorsicht, Vorsicht. Bisschen. So, dran. Zurück, komm noch ein bisschen zurück. Zurück. Ja, stopp, stopp, stopp. So. Und jetzt. Feuer. Das hast du dir aber auch so gedacht, nur hier. Das Ding kommt schon. Der kommt gar nicht in Schwung. Los jetzt. Zieh. Ja, reiß richtig auf die Raupe. Das brüllt nur, aber passieren tut nichts. Wohl, er löst sich hier langsam, aber er hängt hinten genau mit der Achse in dem blöden Baumstamm da fest. Oh. Kann doch nicht wahr sein hier. Wo hängt denn die Scheiße? Ja, komplett festgefressen da. Kann ich auch mal probieren? Ja, freilich. Ich und die Raupe. Jetzt mal ganz allein. Ich glaube, sie ist kaputt. Ich denke, da reißt es eher noch die Deichsel weg. Tja, was hätten wir jetzt noch für eine Möglichkeit? Also Blinker geht schon mal links. Da hinten kannst du ja mit nichts schieben hier. Da schiebst du ja den Auflieger zusammen. Vielleicht mit rausschaukeln. Probier mal das. Rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Es bewegt sich kein Meter nach hinten. Doch, jetzt kommt er, er kommt. Er kommt. Vielleicht nochmal. Boah. Sachte. Dieser scheiß Schlamm hier. Nee. Sich sowas von verkeilt. So, ich glaube, da müssen wir erstmal einen Schluck drauf trinken. Einen? Dann müssen wir uns was überlegen. Ja, ich habe nur hinten drin gesessen. Also, hier, Prost. Gut, Prost. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, und ich würde sagen, ob wir jemals das Ding hier rauskriegen oder nicht,
Das steht hier in den Mohnblumen geschrieben, die wir aber erst noch lesen lernen müssen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. Um 13 Uhr gibt's Fortsetzung, LPG Schwarze Pumpe. Macht's gut und nicht vergessen, heute Abend Livestream 20 Uhr. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Genau, so machen wir das. Macht's gut, tschüss.